Tang. Tang. Klappe, Tonaufnahme. Läuft. Bei mir noch nicht. Euch geht's gut? Ja, ich frag mich nur, warum ich hier gerade nichts aufnehmen kann. Ah. Also bei mir läuft's jetzt. Das läuft. Ich krieg einen Rappel. Rappel, Rappel, Rappel. Da. Ich sag heute ausnahmsweise machen wir unseren Panzerstream-Zug auf Mittwoch, da wir gestern die Schoku und ich einige private Termine gestern hatten, muss man heute verschieben. Ließ sie nicht umgehen. Aber nächste Woche ist wir üblicherweise auf dem Dienstag wieder der Zugtag. Vielleicht gibt es morgen einen kleinen Minecraft-Stream noch so zwischendurch, wollen wir mal gucken. Aber heute geht es hauptsächlich um Granaten und Panzer rausnehmen. Morgen geht's auch erstmal wieder ein bisschen Garten und dann geht's. Ja, du und dein Garten. So, dann begrüße ich euch mal erstmal die Schokolieben. Hallöchen. Hallöchen. Und den Schmerzka. Hallöchen. Guten Abend. So, und der Schmerzka, was schmeißt er hier rein? Guckt euch das mal an. Mhm. Der hat einen neuen Panzer. Unglaublich. Den T1 Heavy. Wie kommt der denn dahin? Da habe ich noch gar kein Video von gesehen von ihm. Na sowas. Wie ist er denn dahin gekommen? Hat er sich durch den tollsten Panzer der Welt sich durchgekämpft, durch die M3 Lee? Den besten Panzer der Welt. Ja. Das war wirklich der geilste Panzer. Schade ist jetzt, dass ich jetzt ja die Weltpremiere T1 Heavy und ich ohne einen eigenen Stream, aber wir waren es ja hier, von daher alles gut. Ja klar. Mein Programm will nicht. Mein Programm will nicht, das ist ja ärgerlich. Nee, ja. Windows halt, ne? Wie gesagt, wenn es World of Tanks für Linux geben würde, ich bräuchte dieses Mist Windows gar nicht. Das wäre sowas von genial. Ich hatte mal so eine Windows-Version von World of Tanks gehabt, aber für die letzten Patches und alles, irgendwie haut das alles nicht mehr so hin, wenn man Zug fahren will, das klappt nicht mehr so richtig. Keine Ahnung. Ja, war übel. Ungut. Na gut. Das ist deine erste Fahrt mit dem T1 Heavy. Dann sag ich mal, gibt da ein bisschen Geleitschutz. Okay. Panzer habe ich schon eine Lampe drauf, das ist nicht verkehrt. Ja, da bin ich noch ein bisschen entfernt. Naja. Ja, das ist geil. So, dann schub sie uns mal rein. Okay. Auch hier jetzt nochmal akustisch. Der Clan 24-P sucht neue Mitglieder. Also, wer möchte, bitte bewerben oder auch sich bei mir in-game sich melden. Ich werde es weiterleiten an meinen Clan-Kommandanten. Der entscheidet letztendlich. So, wollen wir mal gucken, wie wir uns schlagen. Aber angepinselt hast du schon, ne? Ja, doch. Da hatte ich direkt Bock drauf, das müsste gleich sein. So, wir müssen verteidigen. Ui, toll. Gefechte hasse ich immer. Wenn ich verteidigen muss, dann fahre ich lieber mal ein TD oder sowas. Wollen wir mal gucken. Wir haben noch M6 auch noch da vorne vor uns, also müsste ganz gut klappen. Eine Arti? Ja, eine. So, dann fahren wir mal. Wir fahren mal, da wir die Knifte gut runterkriegen, fahren wir hier unten in den Canyon rein. In den Canyon? Ja. Was haben wir hier noch so? Dann lassen wir sie kommen. T29, T34. Menge Stahl. Eine Menge Stahl ist dabei. Wenn ich hier sitzen bleiben und sie kommen lassen? Boah, dann würde ich nur ranfahren. Genau, da will ich hin. Hier will ich hin, weil hier wir kriegen die Klifte gut runter. Meine letzten Gefechte vom, wann war das am, keine Ahnung, bin ich jetzt mal gefahren. Weißt du das noch, Schuki? Wann bin ich denn, wir das letzte Mal immer so ein bisschen nebenbei mal gefahren, ohne Stream? Der kommt nicht mehr, okay. Fahr nicht so weit nach vorne vor. Ja, du bist natürlich in keinerlei Deckung, ne? Fahr mal Ecke so zurück, Schuki. Dann bist du gleich wieder Kanonenfutter. Mach das bum bum bum. Wo kommen sie denn?
T29 böse. Mal gucken. Oh, ich hab Schaden gemacht. Okay, T29 haben wir schon mal raus vom Gegner. Vorsicht, oben auf dem Hügel vor uns. Wolverine, den müsstest du ja gut kennen. Oh, der will aber nicht. Okay. Ping? Wo ping? Da ping. Okay. Hallo. Was ist da los? Wo ballern sie von links? Geht aber nichts auf. Ich schau mal kurz rechts rum. Jo, mach das. Wir wollen rechts rum gucken, okay. Oh, das sieht da nicht so gut aus. Da können wir mal rechts rum mal fahren. Was haben wir da? Ein Churchill? Okay. Wollen wir mal gucken. Und eine Hellcat. Wo ist die Hellcat? Hellcat steht, würde ich sagen, hinterm Churchill irgendwo. Hinterm Churchill, okay. Ah! Jetzt fährt sie weg. Ach, ich hab sie noch erwischt. Okay. Hallo, ich hab sie erwischt. Du, ja. Okay. Ja, ist ja gut. Jetzt fährt sie mir eine Beute in meinem Panzer rein. Guck mich an. Entschuldigung. Kostet mich eine Schokolade. Pro Treffer eine Schokolade. Das wäre eine Motivation, ne? Immer diese Schokolade, ist ja überbewertet, oder? Höllenkatz ist noch da hinten, die sind am Berg, da kommen wir nicht hin. Los, fahr mal vor. Fahr mal vor da. Was macht er nicht? Warum macht er das denn nicht? So, da ist der Churchill noch, der kommt ordentlich vor. Wo versteckt sich denn der dusselige blöde Churchill? Kann man dem mal eins auf eine Mütze geben vielleicht? Jetzt bin ich zu lange, der fährt da vorne, ich bin zu langsam. Jetzt ist er gleich wieder um die Ecke da rum und dann war es das. Wie toll. Schöner Schuss, supi. Schön. Ist da oben noch die Hellcat irgendwo oder ist die mittlerweile raus? Die Hellcat ist da oben auch schon raus, das ist sehr gut. Das ist doch schön. Abraten! Oh. Wie sie's gehört, na klar. Können wir zum Angriff übergehen, ne? Mhm. Schauen wir mal. Nur noch die Arti. Naja. Die Arti kriegt damit. Aber die schaffen wir nicht mehr. Da sind wir zu langsam. Der M6, glaube ich. Der macht das jetzt. Ja. Okay. Naja. Oh, ne, Rudi. Ja, ja. Super. Erstes Gefecht gleich gewonnen. Super. Weiter so. Noch haben wir 100% Siegquote, ne? Jo, wir sollten also aufhören. Wenn, ja, genau. Genau. Ah. Ja. Oh mein Gott. Naja. Zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber na gut, okay. Kann ich meckern. Oh. Wir wollen nochmal 5er fahren, sagt er. Sagt er. Jetzt nehme ich mal den hier. Aber ich könnte noch. Ja, wie viel brauchst du denn noch, Schoki, für den Sechser dann? Leicht, vielleicht. Ich hab ihn schon. Naja, ich muss die beim Motor noch erforschen, dann ist er komplett. Und den Turm noch. Danach kommt der Tiger, dann Bocker. Ne, der Tiger P kommt erstmal, dann kommt der Tiger. Dann habe ich VK 100-01P. Dann das Mäuschen und dann die Maus. Da haben wir noch weiten Weg vor dir mit Mäuschen und Maus. So, ich stehe mal ganz oben hier an der Nahrungskette. Oh, und dann mit dem neuen Panzer, ne? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Hm. Ab in die Stadt. Okay.
Das andere macht keinen Sinn. Was wollen wir jetzt hier hinten in der Schlachtergasse rumprügeln? Und der Cap da hinten ist, ja, es ist immer... An meinem Modpack gar nicht aktuell. Ich auch nicht. Da kommt bei mir eine Fehlermeldung vom Virus. Soll irgendein Virus mit dabei sein. Läuft aber auch so. Doch, dass die... da weggehen. Nee, die haben damit nichts zu tun. So, gehen wir mal Kette hier. Heiligen müssen wir wieder, ne? Nö. Wir müssen den gemeinsamen Stützpunkt erobern, den neutralen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen hier. Ja, der T1 ist ganz schön mobil, ne? Ja. Wie gesagt, der große Motor fehlt noch. Ja, da. Hast du wesentlich große Knifte schon drauf oder noch nicht? Ja, die ist drauf. Ja, super, super. So gehört sich's. Und der hat auch echt eine schnelle Nachladezeit. Mhm. Also meine Fresse. Noch einen Ansetzer reinsetzen und ein, wie heißt das Ding? Hab ich schon, genau. Waffenrichtantrieb, weiß ich. Genau, das habe ich schon gemacht. Ich habe die, dann ist die Kiste anderen Panzer geil. Ausgebaut. Oh, vorsichtig. Schoki, wo bist du? Hier ist ein Lux. Können wir uns holen. Oh, Konzentration. Lux da hinten? Nein, kriegen wir nicht. Lass dich nicht von ihm locken. Schmersch. Nee, der. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der ging voll durch ihre. Der hat auf mich geschossen, der Sauser. Vorsicht, nicht so weit nach vorne, Schuki. Immer schön die Deckung ausnutzen, weil sonst gibt's bald Haue hier. Dann sind wir die Einzigen, die hierher gefahren sind. Ey, ich fasse es ja nicht. Wo ist der Rest der ganzen Bagage? In der Schlachtergasse. Na super. Ja, und hier ist... Tatsache, sind wir die letzten Mohikaner hier? Ja. Kacke. Das ist der Lux, der da hinten steht, ne? Ja, jetzt ist da unten ist einer. Oh, 434, total verpasst. Scheiße. Habe ich jetzt nicht gesehen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh toll, wir haben sie nicht mal angekratzt. Cool. Da unten ist der Lux. Der Lux ist äußerst uncool da unten. Wenn der irgendwie raus, so scheiße da unten. Der versteckt sich dahinter, ne? Rausgefahren, ja. Oh, hat er mir die Kette gezogen, der Sausack. Oh, bin gleich raus. Oh, mit Gold geschossen, ey. Das kann ich ja auch. Mit Gold schießen kann ich auch. Okay, ich bin raus, Freunde. Hm. Ja, das geht, musst du halt die Goldkanonen nehmen. Der T28 ist nicht so wild. Der T14 da hinten. Der ist wichtiger. Ja, der macht mich auch mal gerade mit Gold hier. Ich habe jetzt auch Gold geladen, aber das ist alles ein bisschen scheiße hier. Ja, da. Gut, wenn man abgeschossen ist, man kann eine Runde was trinken. Sei vorsichtig. Oder zur Toilette gehen. Oder so, geht auch. Da kriegst du nichts. Das ist alles hinterm Berg. Schoki. Das ist der böse T14. Den müsstest du rauskriegen. Kriegt die Mathilda hier nicht weg, kann ich sagen. Kann ich sagen. Und die Kette ist weg. Er macht deine Kette kaputt.
Das macht man noch nicht. Ja, wir haben auch keine. Wenn die einzigen, die hier sind, das ist mit. Ey, das. Lass ihn mal mit Tilda kommen. Ja. Lass ihn. Oh, muss doch treffen. Schöner Schuss, na los. Okay. Du willst auch nicht mehr, gut. Was macht Shuki? Shuki muss jetzt alles rausreißen. Vorsicht, Mathilda. Andere Seite. Nicht so viel seitwärts stellen. Mehr an. Ne? Ich kann nichts machen. Achso, okay, gut. Leben. Okay. Oh, jetzt dreht. Weißt du, jetzt, das dreht sich manchmal dann einfach. Brrrr. Mit Mischbär Unterstützung hätten wir hier gewonnen. Ui, toll. Mächtig, gewaltig. Aber trotzdem haben wir unser Bestes gegeben, glaube ich. Rausgehen, ne? Ja, ich bin schon draußen, ja. Bilder ist genauso. So, da bin ich wieder. Ich muss kurz meinem Kommandanten was sagen. Mach mal. Ja. So, ihr wollt mal 5er fahren? Ach nee, doch nicht, okay. Jetzt fahren wir KV58. Hui. Noch ein bisschen. 6er wollen wir fahren? Okay. Danach kommt der 5er wieder. Okay. Der Maus aber. So, und los geht's. Arti habe ich auch. Die habe ich auch, eine 3er Arti der Amis. Gucken wir noch mal, wo sind wir denn? Achtet! Der Japan-Teaser haben wir da. Japan-Teaser, ja, Isa. Da Isa. Hat er, ne? Hat er, ne? Ja, ja, hat er. Hi! Hi! Da war der Sonn! Ho! Da ja! Ho! Ho! Da! Da! Ha! Oder wie war das? So, ja, doch. Läuft doch. Das war japanisch. Wie bei der Sendung mit der Maus. Genau. So, wir halten uns mal so ein bisschen so hier rum. So leicht rechts. Und duckern hier kurz mal lang. Und so langsam mal anpirschen. Für unser Black Prince hin. Okay. Will da lang, okay. Okay. Na, gucken wir mal. Schauen wir noch mal, was wir machen können. Die Zuschauerzahlen fluktuieren. Mal mehr, mal ja. Weniger. Ja. Gucken wir mal. Ich hab gerne geguckt. Ja, momentan keiner. Vorhin waren 5-6 Leute da. Ist dem vielleicht noch nicht spannend genug? Na gut, jeder fängt halt klein an, ne? Ja. Damit auch war ich erstmal ein bisschen im Motel. Ja? Motility-Laune? Wie kommt das? Auf Arbeit nur geärgert haben heute. Achso, dann geht's ja. So.
Für noch irgendetwas hier noch zu gucken hier. Bautz. Das war ein KV-3. Hier haben wir mal ganz zügig mal in der Wanne guten Tag gesagt. Jetzt haben wir verscheucht, kommt ja nicht mehr vor. Oh, okay. Da steht irgendwo eine Arti. Arti, richtig. Ja. Da oben steht noch eine Su. Kriegen wir die raus, die Su da hinten? Ne, die ist hinterm Berg. Das ist äußerst uncool. Hm. Mal zugehen lassen hier. Das ist ja ätzend, ist das ja. Gesundheit. Upsa. Gesundheit. Rüsselpest. Aber uns rum die Rüsselpest. Ich versuche jetzt den KV-3 rauszunehmen. Oh, das läuft aber gar nicht hier. Verschossen. Super. Oh, das war scheiß Arti schon wieder. Er hat eine HE getroffen. FV. 300. Das ist eine Arti, mein Schatz. Ja, toll. Okay, ich bin raus. Mich haben sie gezweckt, war ein Fehler vorzufahren. Ich hab's versaubeutet. Ah. Ah. Ja, jetzt kommen sie alle rausgeschissen. Ja, scheiß die Wand an. Ja, weil nicht keiner was aufgemacht haben. Aber unser Team hat eh schon wieder verreckt. Die beiden Heavys hätten wir hier vorne gebraucht. Nicht da hinten, wo sie krepiert sind. Ja. Das ist das Schöne halt in der Fight Night gewesen. Da waren wir immer 10 Leute und dann, der hat gesagt, ihr fahrt dahin. Das war wunderbar. Hat so einen Spaß gemacht. Das ging dann reihum und sowas. Das war gut. Doch eine Arti, das darf doch wohl nicht. Ja, das war eine Arti. Soll es geben. Das ist doch witzig, oder? Warum treffe ich nicht Arti? Wie bitte? Arti fahre, ich treffe da gar keinen. Ja, Arti fahren ist eine Besonderheit. Wir haben so eine große Streuung. Da ja, können wir ja rausgehen, ne? Ich glaube ja. Immer noch. Ja, wenn sie treffen, treffen sie richtig, ja. Ja. Sag ich dir. Ja, wenn die gut treffen. Gut, wenigstens gibt es keine One-Shots mehr. Bei... Bei den Artis, das geht dann immer noch. So. Wir wollen 5er fahren. Dann fahren wir jetzt nochmal den T1 hier. Mhm. Ah, warte mal. Ja, da, da. Ja. T1 und wieder eine M6, das lässt sich genauso gut fahren. Ist ein Tucki langsamer. Hat aber die schöne 90er Kanone drauf. Die macht dann schon ordentlich Schaden dann. Mhm. Ja, mir ist aufgekommen, der T1, der hat seine schöne, der lädt schnell nach, aber irgendwie so, ich hatte schon eine stärkere Kanone, glaube ich. Ja. Aber ansonsten, das Gesamtpaket quält. Genau, also so. Der M6 macht dann schon mehr Spaß. Das ist dann schon richtig schön. Gut, im 7er, das geht dann auch noch, aber im 8er, na gut, okay, dann sag mal ein, zwei Goldmurmel vielleicht mit dabei haben, wie man so schön sagt, um dann mal auch mal beim 8er irgendwo durchzukommen. Und notfalls hält man sich in der zweiten Reihe auf und schnappt dann den einen oder anderen Kill dann weg. Manche beschweren sich zwar einmal drüber, oh, ist mir die Kill weggeklaut, so nach dem Motto, aber im Endeffekt jede Kanone, die vom Schlachtfeld weg ist, das ist gut. So, wir fahren in die Stadt übrigens, ne? In die Stadt.
Mist hat, ne? Mist hat mir Schöpfen fallen, ne? Die neue Flensburg-Reklame ist auch klasse, ne? Hast du die schon mal gehört? Die mit dem Stress? Mit dem Stress, genau. Ja, die haben jetzt Mittel gegen Stress gefunden. Ja. Genau. Hä, was? Wo? Stress? Was ist denn das? Soll das sein? Das ist so genial. Guck mal, da ist Schoki. Unsere Schoki ist mit dabei. Guck sie dir an. Da knabbert seiner Schokolade wieder. Keine Schokolade. Nee. Keine Schokolade? Machst du dir Sorgen, ne? Keine Schokolade. Ich fahr mal hier rum. Ja. Ja, hier meilenweit noch weg. Locker bleiben. Ups, Entschuldigung, da war der Gartenzaun. Gartenecke kaputt. Button-Sound ist gleich. Ich glaube, ich fahre viel zu schnell wieder vor, irgendwie. Industrien, sabbeln und fahren, Panzer fahren mit Treppen, das ist immer so eine Sache. Oh, wir rauschen immer durch. Ups, ich bin offen. Was ist das denn passiert? Ich bin offen. Das sind die 29, wie toll. Geh mal vorsichtig gucken, was wir hier so haben. Ja, war gar nichts, okay. Ich bieg mal scharf rechts ab. Und hier ist irgend so ein netter kleiner Panzer. Der da so nicht hingehört. Oh, ich verschieße. KV-1S. Toll, der Killshot wieder. 1% hat er. 1% hat er, ey. Okay, wer hat mich jetzt gezweckt? Welche Sau? Das gibt's ja wohl nicht, ey. Euch geht's gut sonst soweit? Ja. So, lala. Noch läuft. Ja, noch läuft. Ja, nicht. Ja. Und raus. Einfach so raus. Oh, Scheiße. Okay, bin auch raus. Ach toll, die haben uns ja schon überlaufen überall. Oh Mann, ey. Mann, das war echt. Was macht denn unser Teamchen schon wieder? Los, Schoki. Okay, nichts mit Schoki. Ah. Ey, Mann, was war das denn? Ja, ganz schön. Da hat das Team ja wieder gnadenlos versagt, wa? Wo waren die denn eigentlich alle? Fünfer nochmal fahren? Okay, fahren wir mal Fünfer. Ja. Das wird noch dauern, bis du bei deiner Maus bist, Schoki. Das ist noch weiter Weg ist. Also Faustregel, um halbwegs gut zu sein, ist, man muss wenigstens so viel Schaden machen, wie der eigene Panzer Strukturpunkte hat. So als Faustregel. Dann ist man schon. Ja, wenn man aber einen Panzer hat, wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, dann musst du mit Granaten schießen und nicht mit kleinen Kratzern. Hm. Ja, ist doch so, oder? Hm. Gold, aber da lachen die auch. Auf Dauer wird Gold teuer.
Auch nur für den E-Fall. Auf dem Zweierfeld die Koordinaten, die habe ich gar nicht. Let's go. Hast du keine Gold Mormon gekauft, da hast du nur HE. So, wo wollen wir denn hin? Richtung Cap gleich, oder? Ehrlich. Ja. Okay, Richtung Cap, gut. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellantruhe. Die habe ich nicht mitgenommen, die Porzellantruhe. Wir versuchen hier mal unser Glück. Ich habe in meinem Panzer noch einen Kohleautomaten. Genau. Am besten so ein Cobra Libre Automaten. Oh ja. Das sind die besten. Ich hoffe, unsere Jungs können da oben den Hügel einnehmen. Mal gucken. Da ist schon jemand im Cap. Warum bin ich offen? Ich hab nicht aufgemacht. Alle schon Captain, oh wie toll, super. Oh, was ist da eigentlich alles da schon drinne? Himmelarsch und Wolkenbruch. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir machen können. Oh, ich treff den Kerl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, der ist weg. Sehr gut. Aua! Lustiger, blöder IO. Der ist doch gemein. Der macht immer so viel Schaden. Ja. Ich bin offen. Warum bin ich offen? Schon mal raus, schon mal viel wert. Na komm, T-37, willst du es doch auch? Komm. Komm schon. So, denn. So, da lässt ihr es auch weg. Das ist doch wunderbar. Nur weiter auf Angriff fahren oder auf Sicherheit und den Cap sichern? Ich bleib genau hier stehen. Hinterm Haus. Hier ist noch eine Wäscheleine. Die können wir die Wäsche abnehmen. Hier sehe ich gerade. Okay. Dann sichern wir jetzt die Stadt. Das machen wir jetzt mal. AT gibt es schon mal nicht mehr, das ist schon mal ganz gut. Na los, Dickerchen, rum mit deinem Hintern hier, meine Güte. Mal gucken hier. Haben wir den blöden VK da hinten raus? Der ist da unten irgendwo im Tal der tiefen Täler oder sowas. Geht der jetzt auch raus? Wir müssen jetzt ja hochkommen. Da können wir uns jetzt drauf zufahren. Ich gehe in den Angriff über. Oh, mal gucken. Jo. Okay, dann halt. Okay, haben wir halt gewonnen. Haben wir gewonnen. Ja. War ja nicht verkehrt, ne? Mhm. Ja, hat auch nicht Schaden gemacht. Unser Schmersch. Und ich da in anderen mal schon was eingepackt für zu Hause. Ja. Schön eingepackt, okay. Pack mal ein. Eine schöne Stulle. Eine Stulle?
So, jetzt fahren wir mal wieder in den anderen. Immer so ein bisschen zum Ausgleich. Zack. Und hinein. Hinein. Wie ist das Wetter bei dir da unten? Schmersch? Bewölkt. Genau, also den ganzen Tag schon etwas kühl, dann heute Vormittag, da kam ein bisschen Sonne raus, die war auch echt gut, echt stark, aber jetzt ist wieder alles bewölkt und ja. Kalter Wind, also ist auch kein Balkon- oder Gartenwetter irgendwie, gar nicht so. Heute ein paar Tunifonats, wie wir Abend gegessen haben, noch ein bisschen genisselt draußen. Hm. Ah, nicht gut, naja, gucken wir mal. Da war wie eigentlich ja, bin ich der Meinung gehört zu haben, das soll eine ganz tolle Wetterwoche werden, aber irgendwie, naja. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Alles relativ. Nicht bei uns vielleicht. Nee. Ist ja interessant. Der Gegner hat ja gar keine Heavys. Ach ja. Nur zwei. Haben wir? Haben wir zwei, genau. Wir haben zwei. Mit? Aber drei Arti sind im Spiel auf jeder Seite. Verdammt. Arti. So. Ich fahr mal in the town hier. Wir fahren in die Stadt. Okay, wir fahren. Downtown. War doch mal ein Lied oder sowas, ne? Ja, genau. Ja. Ich komme jetzt auch gar nicht. War das die Springfield? Nee. Downtown? Ich weiß es nicht. Weil... Wir müssen ja mal Tante Google fragen. Ja, genau. Die weiß das. Stimmt. Das ist so ein schönes Lied, ja. Oh, mal gucken. Interessant, wenn ich die Einzige, die in die Stadt fahren. Mhm, okay. Vorsicht, hier ist um. Umwölferst. Wer sagt das? Auf Karte? Ach, da ganz oben. Bah, die interessiert uns nicht. Die ist da ganz, ganz da oben. Kann auch sein, dass der Gegner die Stadt meidet, dass er alles oben rumfährt. Hier in der Stadt ist bisher noch gar nichts. Ab. Ich weiß, die kommen noch. Zum Schlussverkauf, wenn er her. Oder kurz vor Ladenschluss, dann kommen sie alle aus ihren Löchern raus und wollen noch was kaufen. Ja. Ja, das ist aber schön offen, ganz schön offensiv, Schoki. Kontakt. Kann das denn da vorkommen? Ach, der fährt ganz hinten rum. Über die. Hier keinerlei Spot oder sonst irgendwas, ne? Er ist zum Kotzen. Na gut, müssen wir das machen. Schnell abbiegen hier rum. Da ist auch mal so eine Ecke rum. Der hat mich rausgenommen. Er ist ein Thunderbolt. Der ist gemein. Ganz gemein. Der ging voll durch die Panzerung. Der ist abgeprallt. Es ist auch nur Medium. Er wird mich rausnehmen. Der hat schnelle Schussfolge. Mhm. War egal. Musste ich riskieren halt. Wo ist Schuki? Schuki steht noch da. Okay. Euch zwei Beine sind schon kaputt. Wir sind kaputt. Oh, Game Over. Einer von euch Gameboy? Hat das einer von euch? Ja? Nee. Zum Abschied sag ich leise Scheiße. In den Arsch geschossen. Wie ein Zäpfchen. Ha! Autschi. Boah, Doktor hat wieder zugeschlagen. Er hat Zäpfchen reingeschossen. Die Tür, dass du wegkommst, du bist. Das war die Arti. Ja, das war die Arti. Ist doch immer die gleichen. Eine Arti ist niemals artig.
Okay, fahren wir in Richtung Cap. Die müssen alle da hinten irgendwo stehen. Beim gegnerischen Cap, die ganzen Artis. Was willst du denn da? Da muss ich lang. Zu denen ihren Cap musst du fahren. Okay. Ja. Aber vorsichtig, die stehen alle hinterm Hügel irgendwo. Mhm. Arti setzt sich. Eine Grille auch noch. Wo? Da sind alle drei Artis da. Kuckuck. Ich werde weiter vorfahren. Du stehst, wenn sie dich aufmachen, dann könnt ihr auf dich ballern. wenn du stehen bleibst, sowieso. Das geht am schnellsten. Das geht dann ratzi-fatzi. Und noch hat sich eh gleich erledigt. Nur noch ein Leid, dann haben wir's. Rums. Okay, ho, okay. Na, futsch. Sauber, haben wir gewonnen. Zwar kaputt gegangen, aber gewonnen. Ich lebe noch unbeschadet und hab einen kaputt gemacht. Oh, Streber. Schleimer. Ah. Genau, das hier. Schleimer. Was haben wir denn da gemacht heute? So eine Art ist doch putzig. Artin, er darf niemand verwehren. Tian Sevi wieder fahren? Oh, Tian Sevi, komm her hier. Da habe ich eine Lampe drauf. Na, ich will hoffen, dass ich das auch weiter hier habe. Ich mal kurz aus, ja? Na, geht schlecht. Sind wir hier? Schönes Kärtchen. Vorm Bildschirm sind wir. Ist die Frage, ne? Ganz links rum? Oder fahren wir, machen wir hier die rechte? Wir sind doch nur, wir sind die einzigen Heavys heute. Ah, nein, nicht. Dann fahren wir auch links. Links, ne? Und wir haben noch einen Toaster dabei. Ein Toaster? Links vor dir. Stimmt. Da ist der Toaster, oder? Wie ich in der Fight Night war, bin ich ja Tier 6 gefahren mit Kombel und in meinem Team hieß einer, auf dem Klo brennt noch Licht. Also ist fast schon so geil wie der Meerschweinchen-Entsafter. Auf dem Klo brennt noch Licht! So hieß er, ja. Es gibt schon echt coole Namen hier, ne? Ja. In dem Spiel, meine Fresse. Wie lange fahren wir? So bis 7:45 wieder, oder? Denke ich mal. Hängt wohl dann Schmärsch ab. Ui, wir schießen hier. Haben wir Arti? Wir haben keine Arti. Und dann mal blind reingeschossen. Oh, einer ist schon weg. Die wollen hier... Wir machen hier durch, wohl durch die Mitte. Aber kriegen wir nicht. Der ist weg. Glücksschuss. Okay, da unten ist ein T-67, der ist gefährlich. Jagdpanzer der Armee, Stufe 5. Und ein Käfi? Okay. Ja, die zappern hier so rum. Das ist nicht so schön. Wenn es gut läuft, sollten wir die eigentlich ganz gut rauskriegen. Okay. Besten ist flankieren. Oh, jetzt wünsche ich mir einen Cromwell bei solchen Sachen, weißt du das? Ja. Und ehe man sich versieht, steht er neben. Ah, toll, ganz umsonst hingefahren, super. Okay, wir drehen mal um. Unser Cap wird vielleicht in Gefahr sein. Kehrt Marsch Richtung Cap. Da kommt so eine rote Zora entgegen, die verrückt. Ja. Ich bin offen? Wer macht mich hier denn auf? Hier unten drin, hallo? Das freut mich auch gerade. Wie soll denn das gehen? Oh. Ah! Du schießt auch ganz offen da. Was machst du denn da? Suche Deckung! Die brauchst du gleich nicht mehr, Schoki, wenn du Pech hast.
Ja. Also. Den ist ein Stritzwagen, den ignorieren wir mal. Kommen wir hier auf irgendetwas drauf? Komm mal nicht. Ich verbarrikadiere. Ich bin offen, okay. Warum bin ich offen? Weil ich. Ja, okay. Ich war zu weit nach vorne. Ich bin raus. Die sind sehr aggressiv nach vorne gefahren. Alte Kacke, ey. Schöner Schuss. Sauber. Auch raus. Ups. Vorsicht. Okay, der ist raus. Sehr gut. Ich steht unten in der Senke. Den wirst du so nicht kriegen. Was haben die denn noch? Typ 64 haben sie noch. Ja, am X muss erstmal raus. Der ist fürchterlich. Der muss erstmal raus. Der steht am meisten. Wohl, vorhin kommt gleich ein Crusader. Der will ich auch schon anschleichen. Ja, der fährt da hinten rum. Ups, der AMX hinter dir. Okay, das lief nicht. Das war nicht so toll. Hm. Okay, können wir ja rausgehen. Ja. Ein Treffer gelandet. Hm. Naja. Wir sind nur bei 63%. Hm. Jo, hat doch was, oder? Ja, wir hatten noch mal weniger. Wir wollen Sechser fahren, okay. Wo ist mein Sechser? Da ist er. Jedenfalls deutlich besser als das letzte Mal. Das ist richtig. Wo sind wir denn hier? Ah. 15 cm vom Bildschirm. Ja. Verteidigen. Stadt oder? Verteidigen, ja. Na gut, gucken wir mal ein schönes Plätzchen aus, wo jeder so ein bisschen geschützt steht und dann können wir ein bisschen draufballern. Hm. Ich hau mich immer in die Seitengasse, mal so rein hier. Ich fahre in diese Gasse mal rein. Okay. So, der hat schon was abgekriegt. Der hat schon dolle Aua. Komm wieder vor, komm T4, willst du es doch auch?
hab verschossen. Scheiße. Upsala. Hey Schuki, bist du schon mal kaputt? Ja, ich war. Oh. Was haben wir hier denn alles? So eine Scheiße, aber. Aua. Ich stehe ganz doof und nichts geht auf. Nichts geht auf. Ich finde das wieder so scheiße. Warum geht da nichts auf? Okay, ich bin auch raus. Nichts aufgegangen da hinten. Mann, das ist zum Kotzen, ey. Da macht keiner was auf da hinten, ne? Nee. Mein schöner Panzer ist kaputt. Wie das meiner Frau erzählt, krieg ich wieder Haue. Du armer Kerl, ich bin doch selber kaputt. Da muss ich mit einem kleinen Panzer nur noch fahren, nicht mal mit dem großen. Ram, der ist schwächer. Und vorwärts, gerammen, ramm ihn. Zurück. Ein kleines Tänzchen. Ja, und out. Der Tanz ist aus. Rubbel die Katze an. Guck dir unseren Schmerz an. Du bist richtiger Tanzmeister, wa? Wie der Profi-Tänzer. Ja, sicher. Kannst du den tanzen? Um Gottes Willen. Hast ein Kriegsleiden, ne? Genau wie ich. Mhm. Kriegsleiden. Ja, so ein, noch so ein Splitter in der Hüfte und so. Granatsplitter. Nichts geht. Ja. Genau. Ja. Ah, fahr ich den nochmal mit hier. Arti, die macht. Gucken wir mal, ob wir eine Arti dabei haben. Stimmt. Ja. Da muss ich mal kurz Doris. Mach das. Danach wird die Kiste ausgemacht, will dann mal in Ruhe haben. Ist denn Doris nicht im Urlaub? Ja, zu Hause. Heute geschrieben, dass es heute wieder zu Hause ist. Ja, und? Hat immer noch Urlaub, oder nicht? Dann rufe ich natürlich. Nein, das geht nur wegen den ganzen Bankmeldungen. Ach so, ja. Also nichts Weltbewegendes, also von ihr kann nichts Weltbewegendes kommen, sie ist im Urlaub. Das will sie ja nur wissen, natürlich. Ja, rufst du näher zurück? Ja klar, habe ich ja auch geschrieben. Wir fahren so leicht links, ne? Oder wo wollt ihr lang? Nachher Anrufe. Weil ihr könnt auch entscheiden, wo wir lang fahren wollen. Nee, passt schon. Oh ja, wenn das da passt auf den Berg. War nicht jetzt. Ich dachte, dass ich essen muss. Stimmt, habe ich schon so Armut gegessen? Wie geht das euch denn? Wenn ich zu Hause bin, habe ich nicht so einen Hunger, als wenn ich auf der Arbeit bin. Ich habe auf der Arbeit überhaupt keinen Hunger. Ich habe Bauchschmerzen. Und du sperrst? Ist immer unterschiedlich. Ich frühstücke erstmal ordentlich, aber meistens vergeht die Zeit ganz gut, so bis, na, 12 Uhr, aber dann habe ich schon echt Schmacht. Um 12. Ja. Und wenn ich dann zu Hause bin, naja, dann habe ich auch nochmal Schmacht. Egal wie. Der oben steht ein Cromwell. Der Cromwell, der nervt. Okay. Ach ja, so ein Cromwell ist doch was Feines. Also den Hügel haben wir gleich verloren. Wir sind doch die beiden einzigsten. Wir drei sind nur zum Hügel gefahren, ja? Na, super. Okay, den Hügel haben wir verloren. Zieht euch zurück, lasst sie kommen. Zieht euch zurück, lasst sie einfach kommen. Okay. Leider die Kette hat was dagegen gehabt. Ah. Autsch. Ein Tänzchen hier ist das. Kommt da auch noch dieser Sausack? Na klar, da hat die hier auch nicht angebomst. Hey. Warte mal, hier bei uns in der Basis stehen doch hier alle drin. Tiger und Co. stehen alle in der Basis. Was soll denn das? Na super. Aber einer hat sogar ein blaues Dreieck, T67 bei mir. Ja, der hat einen Teamkollegen zerpfeffert. Oder zu oft angeschossen. Ich bin schon wieder rausgegangen.
Aber das Gameplay davor haben wir gewonnen. Ah. Schurki, du musst eindeutig mehr Schaden machen. Mhm. Hm. Schaden heute gemacht. Ja. Was wollte er denn? Wieder KV Dingsbums? Und wie gesagt, der Clan 24-P sucht noch neue Mitglieder. Hm. Einfach hier ingame sich melden oder sich beim Clan bewerben. Gibt's da feste Trainingszeiten? Weil bei mir ist es ja so, ich arbeite dann ja immer dann bis 17 Uhr, wenn ich dann zu Hause bin. Also ich ist halt echt unregelmäßig, wo ich irgendwie mal so dran teilnehmen könnte. Ne? Also die Trainingszeiten sind meistens um 19 Uhr oder 20 Uhr. Hm. Momentan wird der Clan fast neu aufgesetzt, weil er sich geteilt hat. Der Ausbildungsclan ist weggegangen. So sieht es jedenfalls aus. Mehr Hintergrund weiß ich auch nicht. Ja. Will doch gar nicht wissen, was da intern passiert. Und wie gesagt, ja. 24-P wird jetzt neu aufgebaut. Wie gesagt, kann sich jeder bewerben. Würde sich ingame bei mir melden. Ich werde es weiterleiten. Mhm. Müssen wir mal schauen. Das gilt auch für euch zwei, wenn ihr wollt. Ja. Also ich bin ja schon am Überlegen, aber habe ich ja. Ich habe echt manchmal so, wie gesagt, so dienstags oder ich hatte schon zwei Tage, ist schon echt viel, wenn ich dazu komme. Ja. Aber warum bist du denn immer so busy? Was musst du, Arbeit oder? Nö, ich mache dann noch ein paar andere Sachen. Ich mache mich ja noch ein bisschen hier Richtung Internetradio mache ich hier und dann noch ein bisschen was. Dann versuche ich hier und da noch mal ein bisschen was zu schreiben. So was halt. So, dass ich halt so zwei Tage fällt in der Woche Panzer fahren. Hm. So halt, ja. Denn was spielst du noch für Spiele? Kannst du noch empfehlen? Ei, zurzeit, zurzeit bin ich eigentlich mehr nur bei World of Tanks am Spielen. Und wenn es mal wieder passt, vielleicht Mass Effect 2 oder Grand Theft Auto, wie das so schön heißt. Ich könnte mal ein schönes Ziel machen über Siedler 3, das habe ich ja auch noch. Über wen? Siedler 3. Siedler 3, auch schön, ne? Ja, ich kenne das. Lass uns hier mal runterfahren. Wir kürzen mal ab. Schade, dass EverQuest kostenpflichtig ist. Das ist auch schön. Das kenne ich nicht. Ist aber kostenpflichtig. Ich kenne höchstens noch die Anno-Reihe. Boah, Anno hat auch immer viel Spaß gemacht, ja. So, die ganzen Bürger, die immer was haben wollen. Hm. Nichts ist gut genug. Jetzt haben wir uns ein Badehaus. Aber wegen Schreiben fällt mir ein, das fünfte Buch muss ich noch überarbeiten, aber da lasse ich mir noch Zeit mit. Hm. Solange nicht deutlich mehr Absatz kommt, dann lasse ich es erstmal sein. Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen noch in der Pipeline, was man machen könnte. Es fehlt einfach die Zeit. Das ist es leider. Und bei mir ist es auch so, dass ich dann ja jeden Tag diese Arbeitszeit habe, jeden Tag halt 8 bis 17 Uhr, das geht halt manchmal echt auf den Sack. Weil irgendwie, man würde ganz gerne Freitag vielleicht auch noch früher Feierabend machen, aber irgendwie, ouch. Oh, ouch. Ich bin ja stellvertretende Chefin, ne? Und wenn meine Hauptchefin nicht da ist, dann meinen manche, die müssen auf den Sack gehen, ne? Dann möchte ich deinen Sack mal sehen. Also, es ist mein... Ach ja, das bin ich ja. Stimmt ja. Ach. Höchste Konzentration. Ja, lass mich raus, den Dommel. One-Shot. Der UI. Ich hab doch gar keinen Feuerlöscher hier drin oder sowas. Keine Ahnung. Ist nicht Käse. Ja, morgen wird immer das alte Auto ausgeräumt. Alles in eine große Klappbox hinten rein. Oh, sag mal, wir haben sie die Mangel gekreuzt. Hat er sie? Ist das ein Heck? Schöner Schuss. Sauber, super. Oh, hab ich das endlich platt gemacht? Ja, hast du. Hat ja auch lange genug gedauert, dieses Gezapple da. Ja, so ein OI, der braucht seine Zeit. Huch! Irgendein dicker Max. Ein dicker Max, nochmal super. Ah, dann tagst du. Schuki, links hinterm Stein, links hinterm Stein. Das ist rechts, links hinterm Stein. Siehst du den Stein da vor dir nicht? Such dir Deckung. Nee, natürlich nicht auf Vorfahren, sollst du hinter stehen bleiben erstmal. Oh, okay, gut, machst du es so.
Wo steht der dicke Max? Von da kann nichts kommen, Schoki. Nach vorne irgendwo. Wo ist denn nicht vorfahren? Bleib mal dahinter stehen erstmal. Mach es erstmal gar nicht. Ich bleibe jetzt. Wenn man mal einen Scout braucht, ist keiner da, ne? Nirgendwo. Da hinten irgendwo bei der Kirche oder zwischen beiden roten Häusern. Da ist der dicke Max. Es geht doch nichts auf, so eine Scheiße. Fahr zurück. Oh. Zurück, nicht vorwärts, zurück. Von wo kam das? Vorne. Direkt von vorne? Eine von vorne kam der. Na, jetzt kommt der Rest. Ja. Jetzt kommen von oben. Soll ich jetzt Cap fahren? Medium. Nee, nee, da steht der dicke Max noch. Der hat den Schmersch rausgenommen. Der Sack. Das wird aber der Familie gar nicht gefallen. Nee. Dem müssen wir ein Angebot machen, das er nicht abschlagen kann. Ich hab da ein paar schöne graue Schuhe. Extrem wasserfest. Ja, und das heißt, dass der dicke Max auch gleich bei den Fischen schläft. So sieht es nämlich aus. Zack. Haha, da ist er. Oh, ganz am Rand. Dieser Scheiße. Der ist ganz, ganz hinten. Der ist zurückgefahren. Ich könnte nach vorne fahren. Ich bin mit einem Audi im Pol hier. Ja, dann fahr ihm hinterher. Der ist... Nee, gar nicht. Der ist ins, der ist nur, der ist ins dahinter. Wasser gefallen. Was? Der ist noch da. Aber feste Wette. Klasse. Oh, sie schieben ihn rein, Leute, dass er säuft. Jetzt macht das nicht alle, nein. Okay, gerammt. Oh nee. Der Sherman hat's gemacht, der ist draufgesprungen. Klasse. Ja, geil. Das ist ein Finale hier. Schließt die Wand. Gut. Rechtzeitig umgeklickt auf den Panzer. Geil. Das hat doch was. Ja. Und schon ist er baden gegangen. Und es hat Plutsch gemacht. Ja, das gefällt dir. Ich habe gar nicht an Schaden gemacht. Null Runde. Scheiße. Oh Mann, ey. Beinigkeit hoch 8. Oh Mann, ey. Wollte ich doch gar nicht. Weiß nicht, was du für Scheiße machst da drüben. Weiß ich nicht. Frag dich doch mal. Auf was soll ich denn warten? Und jedes Jahr dieselbe Schinderei. Ein Fünfer fahren, oder fahren wir nochmal den Fünfer hier? Fahren wir ihn denn? Wo ist er denn? Da. Mein Wahnsinn, ist das ein Stress. Ja, es ist wirklich Stress. Die Sprüche findet er klasse, ne? Jetzt fahren wir nach Pilsen, dann gibt's einen Pilz. Pilsen, schönes Pilsener Urquell. Herrlich. Ist egal, haut doch mal blöd in den Kopf. Wir fahren unten runter in die Ruinen, so rechts runter so. Das hat auch 7er gefällt. Ach du Scheiße. Oh. Was haben wir denn da? Ein IKV, scheiße. M12, eine AT. Oh, KV85, T150, T100, oh ne, oh. Was haben wir alles, so? Alles, was Rang und Namen hat. Hm? Ui, toll. Ui, toll. Na ja, dann fahren wir mal runter. Oh, mal gucken, was wir so reißen können. Wird vielleicht nicht viel sein, aber gucken wir mal. Ja. Halten wir mal etwas mehr zurück in der zweiten Reihe. Was ist mit deinem Frauchen? Hat sie es mal überlegt, ob es auch Panzer fahren möchte? Ja, ist ist gar nicht so für sie so. Die bleibt so bei Stricken. So ungefähr. Cool. Nee, Panzer fahren, es gibt nö. Eine Oma. Oder vielleicht Minecraft kann sie auch mitmachen. Nee, ich glaube, da ist sie gar nicht so. Für Computerspiele ist sie gar nicht so irgendwie zu gewinnen. Gar nicht. Wo ich das gekommen bin? Gebounced. Bart hat mir nie gehabt hier. Es gibt immer ein erstes Mal.
hatten wir die schon mal. Da ist eine Menge Blei hier vorne. Upsala. Oh, aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Oh, keine Chance. Kette kaputt. Oh, ey. Sie geht durch. Zum Abschied sag ich leise Scheiße. Ich bin auch weg. Die sitzen jetzt alle genau vor der Nase hier. Verdammte Axt. Will die Fabrik eigentlich. Schöner Schuss. Fahr zurück, sonst haben wir dich gleich. Kette nächste. Kette weg. Ja, bauen wir mir auch. Da lohnt es sich gar nicht, die Kette zu reparieren, weil es gleich wieder weg ist. Die pushen so aggressiv da gerade rein. Und wenn du guckst, was die haben. Also KV-85, 2T-150. Die können so schön reinpushen. Auch nicht kaputt zu kriegen. Wir haben sie nicht mal angekratzt, kommt bei mir immer nur. Da haben wir nicht den Wurf, was wir entgegenzusetzen. Das ist ein Nachteil. Okay, dann können wir ja rausgehen. Bei diesem Friedhof. Jetzt gucken wir auf die Karte noch. Also unsere sind alle ganz auf der anderen Seite. Ja. Vielleicht cappen sie noch durch, ha? Oh Gott, nee, aber... Ebenfalls. Mann. Hm. Na, yeah. Komm mal 85 machen wir wieder, okay. Was fahre ich denn da mal? Auch schon mal. 1685 Sterne. Aber kaputte brauche ich auch schon. Ich bin T150 fahre, bin ich zu langsam. Ach, dann nehme ich auch den KV85. Komm erstmal zum IS3, das ist noch ein langer Weg. Lang wie die Maus, ne? Das wird immer länger. Schnell geht's bis Stufe 4, 5 und danach dauert's alles ziemlich lange. Oh ja. Bin ja gerade auf dem Weg zum T32. Ach, der Heavys der Amis. Aber ich mach nächsten Monat nochmal Premium. Mach das. Ich hab noch 2,5 Monate Premium. Einfach mal gegönnt. Muss auch mal sein. Bringt einen schneller voran. Machst du auch Premium? Nicht unbedingt Premium. Ich habe manchmal kaufe ich noch mal so von den persönlichen Reserven noch mal die 200% Reserve oder so. Mhm. Ja, sowas. Ja. Ja, immer will ich auch kein Premium. Guck mal, 1, 2, 3, 5 KV85 haben wir. Ja, jetzt kommen wir den Schlappen, dass er da war. Bums. Der Schmerz fällt über die Hügel, das ist nicht verkehrt, der kriegt seine Klipse besser runter als wir. Wir gucken mal hier in der Stadt mal rein. Das kleine Dörfchen. Und sagen mal Hallo. Mei, was bist du denn für ein Schweinchen? Schon mal raus. Das haben wir schon mal gut gemacht. Auf dem Hügel ist eine ganze Menge los. Können wir da irgendwas auf dem Hügel machen? Da ist noch ein Scooter, der raus muss. Vielleicht der nächste. Nein. Okay. Den krieg ich nicht, der ist so schnell. Überrennen hier gerade alles hier. Scheiß die Wand hin. Das war die Arti, okay. Arti, die schon. Ja. Verdammte Axel.
Einfach überrannt worden. So, was macht denn Onkel Tambour? Onkel Tambour versucht ja gerade zu überleben. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Meine Fresse, ey. Ach, ihr wollt gar nicht mehr? Ja. Die sind genauso krass drauf wie die Jungs von eben. Nein, nein. Hey. Bam, bam. Okay, dann gehen wir halt wieder raus hier. Mann, oh Mann. So, dann schalten wir kurz mal zurück ins Studio und gucken mal nach der Quote. Hm. 56% Windquote noch. Ach, noch sind wir auf der Siegerstraße. Hey, das klappt ja heute, wa? Mhm. Okay. It's your turn. Oh, ich habe hier Twitch-Channel-Check. Hm. Das ist nur ein Hinweis, ob einer da... So. Das wollen wir jetzt erfahren. Ein Jagdpanzer. Oh, das ist auch mal eine gute Idee. Das könnte ich auch mal fahren, Jagdpanzer. Mal wieder Jagdpanzer. Jagdpanzer habe ich leider nicht. Jagdpanzer. T-67. Geiles Teil. Mhm. Schnell, mobil. Gute Knifte, aber leider Pappe. Mhm. Genau wie der E25. Genau das gleiche. Ja, das ist so ein gemeines Ding, der E25. Das gibt man halt so einen geilen Tarnwert. Schnell, mobil, aber auch fast nur Pappe. Ja. So. Okay. Dann mach mal was, was er denkt. Ich fahre links hinten in die Büsche. Auch mit in die Büsche. Du kannst die Heavys wieder unterstützen, wenn du möchtest. Was willst du im Busch? Ich bin der Captain. Auf die AT, die ist Gold wert hier bei uns. Ja, da gibt's doch. Was macht er hier? Ballert schon rum? Oh, meine Herren. Mhm. Ja. Super. Munition kostet Geld, Freunde. Nicht so rumballern. Echt, Mann. Doch den ihr Geld. Was machst du dir am Kopf? Anderer Leute's Geld. Stimmt. Das Problem, wenn sie mit dem Geld nicht klarkommen. Ich gebe ja auch tagtäglich Geld aus, was mir nicht gehört. Aber ich muss es ausgeben. Aber der Chef fragt, muss das so sein? Ja, ja, muss so sein. Wir haben Folgepflicht. Geht nicht. Wenn das so sein muss. So. Dann mach doch mal was auf hier. Na, geht doch. Dass man immer ein Männchen machen muss. Der ist so tief, den Piggy. Dann können wir davor fahren. Wir sind ja mobil, wir können uns das ja erlauben. Ist einer noch dahinter? Okay. Wieso treffe ich den blöden Sack da hinten nicht? Ich verstehe das wieder nicht. Alles wieder. Alles weg. Alles weg hier. Hm. Ah, da kommt einer. Da kommt einer angeschissen hier. Ja, komm her. Ah ja. Der ist hinterm Berg. Der kommt nicht, oder? Wo ist er? In die Fresse. Los, komm her. Erstmal ein bisschen back. Ja, mein Freund hier. Guck mal, die Junge. Du. Ja.
So. Ganz hinten sind KV-2. Der ist gleich nicht. Und weg. Den Ort muss ich mir merken. Ich kann echt gut sitzen hier. Warte, echt merken. So, ist der Churchill noch da drin? Der ist noch da vorne, ne? Da kommt jemand bei euch da hoch. Da die. Ja. Der ist weg. Der will nicht mehr spielen. So ein bisschen Spot, wenn ich verkehrt. Oh, scheiße. Zu spät gesehen. Ich bin leider tot. Schade. Aber das müssen wir eigentlich gewinnen. Komm ins Cap! Nö, ihr könnt auf den drauf fahren, den kaputt machen. Wenn ihr drauf zufahrt und vorsichtig seid, Vorsicht! Querschläge, auch das noch, ey. Fahr zurück, wenn du geschossen hast. Dass du in Deckung bist. In der Deckung nachladen lassen und dann wieder ein Stück nach vorne fahren und gucken, ob man rauskriegt. Ja, pass auf, du bist One-Shot für den, ne? Oh, Schuki, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Nicht stehen bleiben, in Bewegung bleiben. Okay. Wollt's nicht, gut. Schön. Geiles Gefecht. Uiuiui. Uiuiui. Caramba, Carajo. Genau. Schleimer. Ja. Läuft. Was heißt denn so blöd? Oh, ein bisschen kleines Garaffel. Nicht verkehrt. Ja, macht sich immer gut auf der Gardeuniform hier. Ah ja, sowieso. Irgendwann wird so schwer. Ja, man hängt nach vorne rüber. Das genau, man kippt dann um. Ja. So, mal Fünfer fahren. Was habe ich denn sonst noch so an Fünfern hier rumflattern, was so Spaß macht? Ach, nehmen wir den. Oh, unser Siegpool ist ganz gut soweit. 55% sieht gut aus. Oh, geht. Angenehm. Eine mehr als deutliche Verbesserung über letztes Mal. Ja. Ja, letztes Mal war ich der Wurm drin. Verdammt Axt. Sag ich, der Fighter macht richtig Spaß. Das, da habe ich auch 2 Videos davon hochgeladen. Das hat Spaß gemacht. Bei den Krombel mag ich so oder so. Wenn du so ein ganzes Rudel davon hast, das ist so geil. Den letztes Mal schon gefallen. Ja, die Dinger auch sau schnell. Ja. Und dann habe ich manche mit 3 Gunmarks drauf, aber die müssen die Dinger ja beherrschen wie Hulle, ey. Ja. Oh Gott, ja, wenn du 3 davon hast. Und die erste, das geht ja, dann kommt die zweite und die dritte dann so. Was müssen wir überhaupt machen? Wir müssen. Toilettenpapier heißt ja einer. Dagegen. Hä? Ja, Tatsache. Da fällt mir ein, das müssen wir wieder Montag wieder kaufen, das haben wir nicht mehr. Wir fahren mal hier rum.
So brennt noch Licht, das ist am besten. Das Schoki ist auf Entzug und muss Schokolade essen. Dann lacht sie weniger. Schokolade ist wichtig. Ach, Schokolade ist überbewertet. Schokolade hilft nicht. Obst auch nicht, also. Obst ist doch lecker. Hier ein Obstler, da ein Obstler. Ja. Kannst ja in Österreich wieder trinken, bei Gerlinde. Jo, einen selbstgebrannten. Dann belatschert sie mich wieder, dass ich auch was trinke. Musst du doch nicht. Ey, wir schießen hier rum. Okay, wir fahren uns nicht weiter. Oh, wo seid ihr? Okay. Das heißt, ich bin wieder vor und ich darf als erster Sterbse. Dein Panzer ist einfach zu schnell. Oh, gute Crew halt. Ausgebildet. Das ist ein Perk fällig, das macht sich bemerkbar. Oh, eins zieht. Der ist weg. Gott sei Dank. Er hat die Schoki gekrallt. Guck sie da an, da unsere Schoki wieder, ja? Abplayer, das konnte ich mir ja nicht mehr mit angucken. Sollte man dann den Krebel gleich ein Ende setzen. Upsa, das war die Arti. Die Arti, voll Teufel. Es gibt davon noch wieder drei Stück. Hey, was kommt denn da? Oh, One Shot. Entschuldigung. Toilettenpapierkrieger heißt der. Der ist kaputt. Den habe ich gerade kaputt gemacht. Ich brauchte Toilettenpapier. Wollen wir uns den KV-1 da unten holen? Der ist gleich weg. Der lohnt sich nicht mehr. Der ist gleich weg. Lohnt sich nicht mehr. Ich bin offen. Ich habe mich aufgemacht. Welche Sau war das? Echt diese blöde Artisau. Ja, viel ist ja nicht mehr übrig. Da ja, ist ja nur noch eine Birne, eine Glühbirne. Gut, das ist natürlich, wenn ich dicht bei dir fahre, dann weiß ich, wenn du offen bist, bin ich's auch. So, der Lampe ist gut, die Lampe geht 1-2 Sekunden teilweise später auf, aber die brauchen viele Panzer zum Einzielen, also ist es. Ja. Ich habe ein Stück aufgeklärt. Wo ist das Schweinstück? Wollen wir gleich noch ein letztes Gefecht machen? Ups, okay. Vorsichtig, fahrt mich an den Rand, da hinten ist Artischrott. Und hier ist ein Stück. Verfehlt. Okay. Aua. Ich. Oh, das war aber eine Arti. Das war eine Arti. Der Stück ist da unten. Wollen wir uns die Stück holen? Ja, mal Stuck jagen. Die Scheißnase hier. Brauch noch ein Stückchen Stuck hier. Ja, gut, sie. Au! Was war das? Ich wurde gegrillt. Stuck 4? Aber ich habe wirklich noch ein Stück gekriegt. Ein Stückchen von der Stuck. Geil. Noch zwei Smarties hier, ne? Ja, zwei Smarties, genau. Eines da. Die andere muss auch da in der Nähe sein. Und die alle verkrochen haben, hinten in der Ecke rein. Hm. Holt sie euch! Los! Holt sie euch! Jedes Jahr dieselbe Schinderei. Wo seid ihr? Ach, da ist ein Häuptling an der Seite. Interessant. Geronimo, genau. Geronimo! Hölle, Vorsicht! Hier müsstest du drauf kommen, oder? Schön.
zu spät, mein Freund. Du bist echt ein Sack. So ein Sackgesicht. Darf man noch ein Gefecht? Jo, okay. Eins schaffen wir noch. Ja. Und Schmerz, wie gefällt dir der Heavy T1? Du bist jetzt Heavy-Fahrer? Bisher liebe ich ihn. Ja, also das, man muss sich manchmal daran gewöhnen, dass man ja als Heavy-Fahrer deutlich mehr um die Ohren bekommt als ein Jagdpanzerfahrer, weil die gehen ja ziemlich schnell in den Rauch auf. Aber ist schon spassi. Doch, gefällt also, mir. Ich bin stolz auf uns. Wir haben zusammen ein Drittel des gegnerischen Teams rausgenommen. Hurra, hurra. Nee, sorry, läuft doch. Jeder hat einen Schuss. Letztes nee. Gefällt. Okay. Das passt dann wahrscheinlich auch zeitlich für unseren Schmersch. Ach ja. Wunderschön. Wir können ja morgen duschen. Lassen wir mal heute noch, oder? Ja, mit T1 Heavy, das klappt ganz gut. Müssen wir noch Schuki noch ein T1 Heavy haben. Dann wäre es perfekt. Dass obwohl, du hättest auch mit dem KV-1S mitfahren können. Geht auch gut. Mit dem, ich muss ein bisschen am Ball bleiben. Ach ja, willst du zu deiner Maus. Aber erst musst du zum Mäuschen. Ah. Hallo Fremder, du Freund oder Feind? Wir müssen angreifen. Okay, wir bleiben auf der Seite. Ach du Scheiße, 7er Gefecht, okay. Dann fahren wir ganz vorsichtig mal. Der Schweinchen in Safter, das ist auch am besten noch. Und im Klobrand noch nicht. Ah, kriegt ihr dich nicht ein, Schuki, hä? Nee, ist doch klasse. Und Toilettenpapierkämpfer. Ich schieb mal ein bisschen. Das ist lieb, danke. Das ist aktiver Windschatten. Aktiv. Haben wir einen Scout hier irgendwo? Der steht da hinten. Oh, toll. Okay. Gleich steht ja so ein KV-3 vor der Nase und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Ja, das kann passieren. Obwohl, der wird vielleicht eher da hinten sein, auf der anderen Ecke. Sich bei A8, A9 sich rumschlagen. Lass doch mal den Leiter mal davor. Oh ja. Los. Dann warten wir ein Momentchen mal. Das ist die Arbeit der Leitsmauer, um es aufzuklären. So, der Gegner hat zwei Artis, okay. Da oben kann man hochfahren? Das ist ja interessant. Wo er da steht, das wusste ich auch noch nicht. Nee. Das ist ja cool, okay. Oh, da kommt drauf was. Churchill 1. Wenn du nur was sagst von KV3, ne? Bursche. Da ist ein Stück kaputt. Ja. Bin ich kaputt? Freu dich, Schuki, nicht so weit vor. Das ist ein 7er. Der macht Aua. Der Jagdpanther fährt schon mal vor und legt sie auf die Seite. Nein. Ah. Volle Schuki, pass auf. Ich lade mal die magische 2 erstmal. Fahr mal zurück. Aua. Lass sie kommen. Au, das war die Art. Au, scheiße. Okay. Schade, schade, schade. Okay, Schuki, was machst du? Okay. Weg. Ui, toll. Weg. Wo willst du denn hin? Okay. Na gut, können wir wieder rausgehen. Wollen wir noch mal eins mal probieren, Schmersch, ja, oder? Können wir machen, ja. Also, ich wollte mich ausklinken. Ach so.
Okay, dann hören wir für heute auf, würde ich sagen. Dann hören wir für heute auf. Machen wir. Okay. Alles klärchen. Wie sieht's morgen aus? Kannst du morgen? Morgen bin ich unterwegs. Das habe ich. Ne, wir sind doch bei der Himmelfahrt und so. Ich sag Herr und Hoch, ne? So, wir haben bisher 57% Windquote. Oh. Wir können nicht meckern. Besser als letztens. Deutlich. Oh, nicht Schotter gemacht. Okay. Werte Freunde, dann danke ich euch. Hat eine Menge Spaß gemacht. Heute haben wir ordentlich aufgeräumt. Viel gelacht. Viel Spaß gehabt, denke ich mal, ne? Ja, so muss das auch sein. Dann sage ich schön Dankeschön an Schoki, ne? Dankeschön. Und an den Schmersch, ne? Alles gerne geschehen. Alles und wir danken zurück. Und dann denke ich mal, dann bis zum nächsten Mittwoch. Dienstag. Passt schon. Dienstag, ja. Spätestens Dienstag. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Genau, zum Abschied sage ich leise Scheiße. Scheiße? Und Ton aus, Bild aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Euer Tempo 76.